Hallo und herzlich willkommen bei der Online Football Academy. Wir sind heute da beim Online Football Academy Talk Nummer 11. Und heute ist unser Gast Walter Franter, direkt live aus Lübeck. Hallo und herzlich willkommen, Walter. Hallo, schöne Grüße nach Österreich. Ja, dann auch schöne Grüße an den Christian. Servus, hallo. Hallo, grüß euch. Ja, wir werden noch ein paar Sekunden warten. Wir begrüßen aber auch schon einmal alle Zuschauer, die jetzt schon live dabei sind. Es freut uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt live bei uns dabei seid. Ich nutze die Zeit gleich für eine Ankündigung für morgen. Da sind wir auch wieder um 19 Uhr live mit Markus Voracek beim Online Football Academy Talk Nummer 12. Ja, wenn dir unsere Talks gefallen, dann klick bitte auf Gefällt mir und sei auch so nett und teile es mit deinen Freunden oder schick das Video, das Live an jemanden, wo du weißt, dass er interessiert ist. Das hilft uns natürlich auch sehr in dieser Zeit. Ja, ich sehe auch schon im Chat tut sich schon einiges, da haben schon einige eingeschalten. Der Sandro Tabirka ist wieder mit von der Partie, der Wolfgang Reisner ist da. Wolfgang Riesenhuber, schöne Grüße aus Adaga schickt er uns. Ja, wen siehst du schon, Christian? Ich sehe noch den Jürgen Peter Jurenic, der sieht uns zu. Herzlich willkommen. Ja, dann den Wolfgang Steinmetz sehe ich auch noch bei uns. Grüße euch. Heute bei unserem Talk werden wir was Neues ausprobieren. Das heißt, wir werden nicht nur eure Fragen aus dem Chat, die ihr da schriftlich stellen könnt, beantworten, sondern ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne von uns einen Link haben und ihr könnt die Frage live bei uns stellen. Ihr könnt euch dazuschalten, also einfach in den Kommentaren bitte reinschreiben, wer so einen Link haben möchte. Der bekommt ihn dann von Michi zugeschickt und ihr könnt euch dann zu unserer Unterhaltung dazuschalten. Ja, Walter Franter hat seine Anfänge als Torwarttrainer bei der Admira Wacker und bei Rapid Wien in der Akademie gemacht. Beim FC Flyer Alarm Admira war er dann 4 Jahre in der Bundesliga tätig. Von 2016 bis 2018 spielte Admira als einziger Bundesliga-Verein nur mit Torhütern, die Walter Franter in der eigenen Akademie ausgebildet hat. Dazu betreute er 2017 die Torfrauen des A-Nationalteams bei der EM in Holland, wo Manuela Zinsberger nur einen Gegentreffer aus dem Spiel hinnehmen musste. Momentan ist er mit seinen österreichischen Trainerkollegen Rolf Landl beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord in Deutschland beschäftigt. Und da sind sie nach dem direkten Duell Tabellenführer in der Regionalliga Nord. Herzlich willkommen bei uns, Walter Franter. Ja, Walter. Danke einmal. Schöne Grüße nochmal nach Österreich. Danke, dass du mich da so schön vorgestellt hast. Es macht mir immensen Spaß, dass ich heute da sein darf. Und das ist für mich ein Privileg. Es ist keine Selbstverständlichkeit, über meine Philosophie zu reden, wie ich das Torwartspiel sehe, beziehungsweise wir reden ja heute auch vom Nationalteam, die Erfahrungen, was ich bei den Damen machen durfte. Und ja, ich freue mich ganz einfach schon drauf, auf die Stunde. Ja, Walter, wir freuen uns auch, aber aktuell, bevor wir jetzt loslegen, gibt es ganz was Aktuelles? In Österreich ist heute vom Bundeskanzler der Marschplan vorgestellt worden. Das heißt, in Österreich wird es bis Ende Juni keine Veranstaltungen geben. Das heißt, auch der Fußball wird ruhen. Möglicherweise wird es vielleicht Geisterspiele geben. Das wissen wir noch nicht. Aber ich denke, das war es wohl für den Fußball, oder? Ja, ich kann leider nicht in die Zukunft schauen. Fakt ist zum Beispiel, wie es jetzt hier in Lübeck ist, beziehungsweise in der Regionalliga Nord. Der DFB hat die Statuten geändert, dass auch über den 30.06. die Meisterschaft gespielt werden kann.
So, ist die Frage. Wir haben alle bis 30.06. die Verträge. Wie schaut das aus? Also, ich will mir nicht an Spekulationen beteiligen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt einmal klar und schnell eine Entscheidung getroffen wird. Ob jetzt ein Abbruch ist und wie das dann schaut, ist egal. Aber ich glaube, es wäre für den Fußball wirklich, das ist ganz meine Meinung, ist, dass man jetzt eine Entscheidung trifft. Bricht man die Saison ab, sagt man, okay, jetzt haben wir zwei Drittel oder mehr gespielt, da ist der Master, aber es gibt keine Absteiger. Es gibt Aufsteiger. Wir spielen heute jetzt die nächste Saison mit mehr Mannschaften in der Bundesliga oder in der Regionalliga oder in der zweiten Liga, aber es gibt keinen Absteiger. Und was ich glaube, ist, wenn man es jetzt dann abbricht, also finalisieren würde die Meisterschaft, ist ganz einfach, wir hätten mehr Zeit hinten hinaus, einfach wieder, bis die Pandemie vorbei ist, sie zu sortieren und zu ordnen, ganz einfach. Aber es kehren jetzt einfach klare Richtlinien her und durchgeführt, weil wenn im Juni die Meisterschaft wieder anfängt, so wie es der Herr Bundeskanzler gesagt hat in Österreich, ja, dann wird es ganz, ganz schwierig, in einem Monat das Ganze abzuwickeln. Das ist halt meine Meinung dazu. Dazu wird sich in den nächsten Tagen der ÖFB auch äußern, weil bei uns wird es so sein, dass der ÖFB die Entscheidung treffen wird. Generell die Corona-Maßnahmen, wie sie jetzt in Österreich getroffen sind oder auch in Deutschland sind. Was man, wenn man sich jetzt am Sport anschaut, man darf nicht trainieren, kein Kontakt und so weiter. Findest du die Maßnahmen gerechtfertigt? Ich bin leider kein Virologe oder beziehungsweise kein Arzt. Ich muss sagen, in Österreich sind die Maßnahmen sicher strenger als wie bei uns in Lübeck, weil ich bin von der Altstadtinsel fahre ich ca. 10 Minuten mit dem Auto im Stadion und ich fahre beim Wasser vorbei, bei uns beim Kanal und beim Hafen. Da sind die Leute, sitzen natürlich mit Abstand, aber am Wasser. Also und man sieht halt vereinzelt mit Mundschutz die Leute gehen und sie halten den Abstand ein. Aber was ich von meinen Eltern her oder von meinen Freunden ist in Österreich, ja, da wird ja alles aufgelöst, wo nur zwei, drei Leute mehr stehen. Ne? Also hier ist es nicht so schlimm, unter Anführungszeichen zu sehen, aber die Geschäfte sind zu, du kommst auch nicht zum Essen und ich sage, ich sitze in Einzelhaft in Lübeck, weil die sozialen Kontakte sind unter Anführungszeichen für mich ja Rolf mit seiner Familie und meine Kollegen hier im Verein. Aber sonst ist es halt schwer, irgendwelchen anderen sozialen Kontakte zu pflegen, ganz einfach. Und deshalb freut es uns, dass wir da ein bisschen Abwechslung liefern können, dass du heute da bei uns bist. Michi, so ist es. Was tut sich nur im Chat? Siehst du noch Leute? Ja, es haben schon wieder ein paar neue Leute dazugeschalten. Wir begrüßen euch alle sehr herzlich beim Online Football Academy Talk Nummer 11 mit Walter Franter. Die Martina Ortner schickt liebe Grüße aus Tirol, die schicken wir natürlich gerne zurück. Dann der Dominik. Schöne Grüße auch von mir. Ist auch da, der schreibt Ola Walter. Dann sehe ich noch den Flo Sattler, der sieht auch zu. Und der Kurt Zimmermann schreibt auch, bravo Walter, auf den Punkt gebracht, sehr gut, danke. Das sind einmal soweit die Leute, die ich sehe. Wie schaut das bei dir aus, Christian? Ja, das sind die großteils auch die Leute, die ich sehe. Walter Berger hat sich auch noch dazu geschaltet, dazu zu sagen, Walter Berger ist ein alter, bekannter Tormann-Trainer im Amateurbereich. Derzeit trainiert er unter anderem auch den SC Melk. Servus Walter, freut mich, dass du auch zuschaust. Walter, du warst in Österreich als Torwarttrainer eigentlich sehr erfolgreich. Man kann sagen, du hast eine Bilderbuchkarriere hingelegt als Torwarttrainer. Du warst zuerst vom Amateur bis zum Profiverein, hast du das alles durchgemacht, bist dann weiter ins Frauennationalteam, 2018 dann der Sprung ins Ausland. Bist jetzt beim VfB Lübeck in der Regionalliga. Was hat dich dazu bewogen, nach Lübeck zu gehen, in die vierte Liga? Und bist du ein bisschen stolz auch auf das, was du erreicht hast?
Ja, stolz, stolz auf jeden Fall, aber ich würde gar nicht sagen stolz. Es ist einfach die Leidenschaft, die mich ganz einfach zu diesem Sport, zu dieser Position Torwart, die mich eigentlich seit meinem vierten, fünften Jahr, Lebensjahr begleitet, ja, mitbegleitet und ganz einfach, ich bin am Fußballplatz groß geworden, mein Großvater hat jetzt Preiskirchen, beziehungsweise vorher hat es ja Möllersdorf passen, die jetzt in der Regionalliga spielen, mit aufgebaut nach dem Krieg. Der Vater war dann Zeichwart, dort war mit meiner Mutter Kantinär. Und ja, ich bin halt einfach am Fußballplatz groß geworden, habe die Leidenschaft zum Torwartspiel entdeckt, indem dass mir gesagt haben, ja, heute stehst du drinnen. Aber ich war halt nicht der große Läufer und dann bin ich halt da drinnen gestanden und dadurch ist einfach diese Leidenschaft entstanden und das begleitet mich noch immer. Und das Glück, was ich heute halt gehabt habe, ich bin ja selbstständig, also ich bin 2018 aus dem Vertrag, den ich unterschrieben habe bei der Admira, bis 2020 selbst ausgestiegen, noch in der ersten Trainingswoche. Ich habe gesagt, ich steige jetzt einmal aus diesem Irrenhaus Bundesliga aus, weil ich gesagt habe, ich muss einmal zu mir kommen. Die Europameisterschaft, das Jahr davor war sehr, sehr intensiv. Ich war fast ein halbes Jahr nicht daheim, immer unterwegs. War ich mit dem Nationalteam unterwegs oder ich war mit der Bundesliga unterwegs. Bin dann ausgestiegen, habe mir dann einmal Zeit genommen und in dieser Findungsphase, wo ich weitermache, ruft mich dann mein Freund Rolf Landerl an, mit dem ich und dann mit Dominik Vogelsinger, mit denen ich schon bei der Admira zusammengearbeitet habe. Und er hat gesagt, bitte Walter, kannst du mir helfen? Mein Traumatrainer ist mir ausgefallen für 14 Tage. Könntest du nach Lübeck kommen und mir helfen? Fang ja, Rolf, ich will nichts mit dem Fußball zu tun haben momentan, aber ja, ich komme. Ich bin aufgefallen, habe mich in die Stadt Lübeck verliebt, muss ich ehrlich sagen. Es war damals ein wunderschöner Sommer. Wir waren auf der Ostsee, wir haben ja nur 15 Minuten auf die Ostsee nach dem Timmendorfer Strand. Es ist einfach wunderschön. Und wie ich dann heimgefahren bin, habe ich gesagt, okay, vielleicht rufen sie an. Wir sind so verblendet, dass vielleicht doch das Interesse besteht und man muss halt schauen. Ja, und in Oktober ist dann der Anruf gekommen, könntest du einmal hochkommen, wir waren interessiert. Und ja, dann bin ich aufgeflogen und im November ist dann losgegangen. Seit dem November 2018 bin ich herumgegangen und habe aber letztes Jahr das Lübeck oder den Norden Deutschland von der anderen Seite kennengelernt. Wir haben seit Oktober nur Regen gehabt. Und ja, das ist halt das norddeutsche Wetter. Ich habe es von beiden Seiten kennenlernen dürfen. Aber was inspirierend ist, einfach die Zusammenarbeit mit Rolf Landerl, den ich für einer der besten Trainer in Österreich heute oder die Top 5 Trainer heute. Einerseits spricht er 7 Fremdsprachen fließend, das ist ein Wahnsinn durch seine Karriere, aber auch seine Eloquenz, sein taktisches Know-how, was er hat und die Freiräume, die er mir lässt als Torwarttrainer, das habe ich schon bei den Amateuren genossen, wie ich ihn kennenlernen durfte und wie ich ihm auch geholfen habe als Co-Trainer und Torwarttrainer, wie der Jenisch Ewald ausgefallen ist, sind wir Freund geworden, sind wir Partner geworden und das hat sich jetzt da in Lübeck fortgesetzt und es ist einfach super, mit ihm zu arbeiten. Und vor allem, wenn ein Trainer 2 Jahre lang einen 2,5er Schnitt hat, Punkteschnitt hat, das ist schon sehr, sehr toll und das muss man erst einmal erreichen. Und wenn man 2,5 macht, Normalpunkte, wird man Meister. Und letztes Jahr ist es knapp nicht ausgegangen in Wolfsburg und heuer sind wir halt um die 2 Punkte oder um die 5 Punkte plus ein Spiel mehr vorne und hoffen, dass man das Wunder, das was sich der Verein, die Stadt ganz einfach wünscht, beziehungsweise das, was sie sich auch verdient haben, aufzusteigen in die dritte Liga, ganz einfach. Ja, ihr steht mit 61 Punkten an der Tabellenspitze, VfL Wolfsburg 2 mit 55 Punkten dahinter, aber ein Spiel weniger, du hast es richtig erwähnt. Aber jetzt gehen wir mal auf das Torwarttraining. Ja. Der Stefan Schnorr hat in einer Aussage getätigt, der ist ja in Deutschland kein Unbekannter, der Stefan Schnorr,
dass du das Torwarttraining in Lübeck auf ein anderes Niveau gebracht hast. Jetzt darf mich interessieren, was hat er da damit gemeint? Haben die so schlecht gearbeitet oder hast du da eine andere Methodik eingeführt? Na, also ich muss eines sagen. Ich habe das nicht gewusst, dass das der Stefan über mich gesagt hat, aber auf diesem Weg nochmal danke, Stefan. Was wir eingeführt haben, ist ganz einfach eine Systematik. Um Leute auszubilden, auch im Nachwuchs, brauchst du unbedingt eine Systematik. Wie ich was mache, also dann die Frage nach dem was trainiere ich und die Frage wie, die Methodik. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier in Lübeck einen sehr, sehr guten Torwarttrainer im Nachwuchs, in Sascha, der heuer oder die letzten Jahre davor hervorragende Arbeit abgeliefert hat. Aber wir verlieren, wenn wir ein kleiner Verein sind, unter Anführungszeichen, zu den Großen. Hamburg ist von uns ins Fernsehen 60, 70 Kilometer. Du hast Pauli, du hast HSV. Auf der anderen Seite hast du Rostock mit 110 Kilometer Entfernung. Du verlierst einfach die guten Torhüter, die wir hier ausbilden, an den großen Vereinen. Das ist das eine. Wir haben heuer in der U16, glaube ich, einen DFB-Torhüter mit dabei. Und du verlierst das. Also E-Arbeit im Nachwuchs hat wirklich super funktioniert. Was er wahrscheinlich meint, ist, dass die Arbeit mit der ersten Mannschaft beziehungsweise auch mit der zweiten Mannschaft besser geworden ist, insofern besser geworden ist, weil wir täglich Torwarttraining anbieten können. Also es ist jetzt immer einer da, der sich um diese Torwartausbildung kümmert und durch das haben wir es auf ein anderes Niveau gehoben. Und wie ich gekommen bin, war es ja so, dass der Rolf also das zweite Mal gekommen bin, dann im November, dann wieder fix angestellt worden bin, haben wir das Problem gehabt, dass einer mit Gommert, Routine drinnen, eine schwere Schulterverletzung gehabt hat. Sie haben einen Torhüter nachgeholt, der mit Kevin, der nicht so auf in Topform war, muss man sagen. Und mit Malte Schuchert haben wir einen jungen Torhüter in Backoffice gehabt, der zwar sehr, sehr gut gespielt hat, was man der Rolf versichert hat, auch zu Null gespielt hat, aber ja, es war nicht so das hundertprozentige Vertrauen und Anführungszeichen da. Und wir haben unbedingt wollen, dass der Alte wieder Druck kommt nach dieser schweren Verletzung, Schulterverletzung, was er gehabt hat. Das haben wir dann geschafft im Dezember und haben die Arbeitssituation stabilisiert und jetzt muss man sagen, sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben dann Kevin abgenommen im Sommer, haben mit Lukas Reder, mein eigener Torhüter, dazugeholt, der bei Bayern München gespielt hat und Guardiola, haben einen Dormann dazu gekriegt, der mittlerweile Nummer 1 ist und das ganze Thema, das Team funktioniert. Schalke, Bayern, dann ist er nach Portugal gegangen, dann nach England, dann nach Essen. Genau. Ja. Und den haben wir geholt. Und das funktioniert hervorragend. Die Teamarbeit, die haben sie alle drei enorm gesteigert. Und es macht immensen Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Okay, das hat er dann gemeint, mit dem aufs andere Niveau heben. Michi, im Chat tut sich was, ich sehe Fragen und auch neue Leute. Ja, also ich sehe auch einige neue Leute, die natürlich herzlich begrüßen zu unserem Talk. Es freut uns sehr, dass ihr da seid. Noch einmal die Bitte, wenn euch unser Talk gefällt, dann schenkt uns ein Gefällt mir und teilt es auch mit euren Freunden und Interessierten. Das hilft uns natürlich auch sehr und möchten uns natürlich auch herzlich bedanken an die das immer regelmäßig machen und die uns jetzt schon seit ein paar Tagen täglich zuschauen. Ja, es gibt ein paar Grüße vom Jürgen Peter Jurinic. Hallo, lieber Walter. Dann die Kathi Sieder. Schöne Grüße zurück. Aus der Heimat, Walter von Kotti und Kathi.
Danke, schöne Grüße zurück, lieber Kote. Ich freue mich auf den nächsten Kaffee, wenn wir sitzen in der Arcadia. Ja, dann sehe ich, dass neu live dazugekommen sind die Maria Gstöttner, die Spielerin-Legende aus Neulenkbach, die sieht uns zu. Der Gerhard Waldhardt ist auch wieder dabei. Der Björn Freitag schickt auch noch schöne Grüße aus Freiburg. Schöne Grüße zurück. Und dann komme ich auch schon zur ersten Frage, und zwar vom Sandu Tabirka. Die Rolle des Torhüters im Spiel hat sich im Laufe der Zeit gewaltig gewandelt. Worin siehst du die größte Veränderung und wie hast du dich darauf einstellen können? Und ich möchte da noch etwas hinzufügen. Glaubst du, dass sich diese Rolle vom Torhüter auch wieder so entwickelt, dass man vielleicht irgendwann wieder Torhüter hat, die nur auf der Linie bleiben sollen? Weil jetzt im Moment sollen sie frei mitspielen. Aber glaubst du, dass da vielleicht auch wieder ein Trend kommt, wo man sagt, na, das ist besser? Ja. Grundsätzlich, die große Änderung war Anfang der 90er Jahre mit der Einführung der Torwart, also mit der Rückpassregelung. Das war die große Änderung, also nicht nur im Torwartspielen, sondern auch des Torwarttrainers, so sich hieß es. Es wird Torhüter geben, die auf der Linie gut sind, es wird Torhüter geben, die auf den Flanken gut sind, und es wird beides geben. Also es wird meines Erachtens immer wieder geben. Fakt ist, man sollte das Fußballspiel oder das Spiel mit dem Ball am Fuß nicht überbewerten. Der Torhüter meines Erachtens wird immer noch gemessen, ob er Bälle fangen kann oder nicht. Und da kommt das Fußballspielen auch dazu. Aber wenn er sich permanent ausschiebt, wird man sich nicht freuen und man wird ihn tauschen ganz einfach. Also der Torhüter wird immer gemessen, wie gut, dass er die Bälle fängt, ganz einfach. Der Wolfgang Riesenhuber hat auch eine Frage an dich. Mit welcher Liga in Österreich kann man die vierte Liga in Deutschland vergleichen? Also was ein Wahnsinn ist, ist diese Dichte, diese Leistungsdichte, die in Österreich nicht gegeben ist. Also ich glaube, gehen wir ganz einfach her, wir haben zwei Spiele, also in zwei Vorbereitungsphasen im Sommer, wo wir Sheffield Wednesday 1-0 geschlagen haben, und wir haben heuer zum ein Wochen vor Meisterschaftsbeginn der zweiten Liga HSV 5-2 klagen. Jetzt kann man sagen, ja, es ist so, vierte Liga, du kommst auf einen Platz, der nicht so ist und nicht so gut ist, alles gut und schön. Meines Erachtens ist, glaube ich, und da haben wir auch viel diskutiert mit Rolf oder mit Vogelsinger, Dominik, wie stark ist wirklich die Liga? Ich glaube, dass das die oberste Hälfte zweite Liga ist. Und ich glaube auch, wenn man ein Spiel spielt, dass man gegen die untere Hälfte von der ersten Division nicht verlieren werden. Das ist aber auch ein Spiel. Es ist halt oft teilweise schwer zu vergleichen, aber die Leistungsdichte an guten Spielern ist enorm. Und ich will nur ein Beispiel bringen. Wolfsburg hat eine immense Dichte. Und wenn man sich das anschaut, welche Spieler gut spielen und auch runterkommen. Es ist der Schlager zum Beispiel, hat in dieser vierten Liga gespielt, nach der Verletzung. In Berlin gespielt, und dann hat er nächsten Tag in der Regionalliga gespielt. Das ist eine Knochenliga. Knochenliga heißt, man muss da mal rauskommen. In Deutschland ist es so, dass es 5 Regionalligen gibt. Davon gibt es 4 Aufsteiger. Einer muss immer Relegation spielen. Heuer haben wir im Norden den Direktaufstieg, mit denen war es immens wichtig, hier direkt in die dritte Liga aufzusteigen. Und es macht es immens schwer, dort noch rauszukommen. Und eins darf man nicht vergessen, wir haben immens viel zweite Liga, also die Zweitvertretungen, die Amateurteams, unter Anführungszeichen, die U23-Mannschaften mit dabei. Das ist Hamburg SV, Pauli 2, Kiel 2, Wolfsburg 2, dann Hannover 96 2,
Die haben andere finanzielle Mittel. Und auf Wolfsburg nochmal zum Recht, zum zurückzukommen, die haben circa ein Budget nur für die zweite Mannschaft von 5 Millionen. Von 5 Millionen. Und unser Verein hat für die erste Mannschaft circa 1,5 Millionen zur Verfügung. Nur, oder haben wir 2,3 für ein Vereinsbudget, so in etwa, ja. Dass man sieht, welche Dimensionen da sind, das ist enorm. Das ist enorm. Ja, die Redwane Vardani sieht ebenfalls zu wie der Wilhelm Kappelmüller und der Werner Hackl. Die begrüße ich auch noch recht herzlich bei uns im Chat. Auch der Wolfgang Knaller hat sich gerade dazu geschaltet. Der schreibt dazu: Hallo Walter, liebe Grüße. Was meinst du unter der Methode des Tormann-Trainings in einem Verein? Ich habe jetzt die letzte Frage ganz schlecht verstanden. Das habe ich nur abgehakt gehört. Bitte wiederholen Sie es mir. Also der Wolfgang Knaller, ich glaube sogar Rekordtorhüter in Österreich von den Bundesligaspielen her, hat die Frage, was meinst du unter der Methode des Tormann-Trainings in einem Verein? Was ich unter Methode heißt, dass man an roten Fond arbeitet. Ich will haben einen offensiven, aktiven Torhüter. Was meine ich damit? Ich will nicht einen haben, der was auf der Linie steht und nur anwehrt, sondern diesen Ball entgegenarbeitet. Und das muss für mich ein ganz roter Fond sein, so wie wir es auch bei der Admira gehabt haben, am Schluss, wie ich gegangen bin, dass man einfach schaut, dass der Ball angegriffen wird, dass der Ball gefordert wird bei Rückpässen und dass ich einfach einen aktiven Tormann hinten drinnen habe, der mir Sicherheit gibt. Das meine ich damit. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. Ja, und der Bernd Hilmer, der schreibt noch, durch seine Hospitation bei dir, bei der Admira, konnte er sein Torwarttraining bei einem Amateurverein auf ein anderes Level bringen. Er bedankt sich da nochmal recht herzlich bei dir und grüßt dich aus Otzing. Bernd, danke für die Komplimente. Wir sind auch in regelmäßigen Austausch. Er schreibt mir immer über WhatsApp viel Glück für die Spiele und alles. Also schöne Grüße zurück. Gut, weil der Wolfgang Naller die Methode angesprochen hat. Du hast ja eine besondere Methodik entwickelt für das Tormann-Training, aber nicht nur für das Tormann-Training, sondern auch nicht nur für den Torhüter speziell, sondern auch für die Tormann-Trainer. Also da kann man ja auch durchaus eine Ausbildung machen. Und zwar das VCK 33. So, als erster möchte ich mal wissen, was heißt VCK 33 überhaupt? Okay, VCK 33 ist entstanden im Austausch. Also Fakt war, dass in Wolfi sein Bruder, der Walter Knaller, mir gesagt hat, bei der Admira, du musst einen Ausbildungsplan schreiben. Ich bin ja 2008 Torwarttrainer geworden in der Akademie, hauptberuflich, weil früher habe ich ja 16 Jahre bei Raiffeisen gearbeitet und habe dann gekündigt und habe mir seinen Ausbildungsplan erstellen. Ich habe gesagt, okay, lest dort, aber es gibt nichts Greifbares. Das Wichtigste für mich sind die Torwarttechniken. Und das muss ich ganz einfach coachen können als Trainer. Und als Spieler muss ich wissen, wie ich einen Ball flach, halb hoch oder hoch halt, oder wie ich einen Ball spielen kann oder ins Spiel bringen kann. So. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss das ja wissen und ich muss das irgendwie umkriegen. Und so in diesen Austausch, und hinter VCK 33 steht nicht nur Walter Franta, hinter VCK 33, hinter der Ausbildungstheorie, stehen ja mittlerweile fast 10 Leute, die mir zuarbeiten und wo wir in regelmäßigen Austausch sind. Und in diesem Austausch, wie wir dann das verfeinert haben, ist dann der Herr Magister Weber mir gegenüber gesessen, der ein Sprachwissenschaftler ist, ein Sportwissenschaftler ist und dazu noch ein Tormann-Trainer
war, ist wieder wie gesagt, VCK, so hart es jetzt nicht. Weil du sagst immer, du musst das visualisieren, du musst das coachen können, du musst das kontrollieren können. Durch das ist es dann passiert, VCK 33. Und warum 33? Als erster waren es 28, dann waren es einmal 35. Das sind einfach die Techniken, die ich sage, die man am Wochenende beim Spiel braucht. 32 Torwarttechniken. Jetzt kann man sagen, ja, ich kann das Kopfballspiel noch dazu nehmen oder ich nehme noch das oder das dazu. Wichtig ist ganz einfach, dass du eine Systematik hast im Training. Die Frage nach dem Was, was trainiere ich wie? Und das Was haben wir definiert mit 33 Techniken, dass das Kern, die Kern, also der Kernpunkt ist von der Torwartausbildung. Die 33 Techniken muss ich ganz einfach in der Woche abarbeiten, dass ich am Wochenende ja, erfolgreich spielen kann. Also kann man das so... Also Frage beantwortet, visualisieren, Entschuldigung, visualisieren, coachen und Kontrolle von 33 Torwarttechniken. Und ich muss auch sagen, es ist nicht... der Weg, es ist ein Weg, der funktionieren kann. Und das, auf das würde ich wirklich großen Wert legen. Es ist nicht der Weg, es ist immer ein Weg. Und es ist halt mein Weg, so wie ich Torhüter ausbilde. Mhm. Für mich ist es neu, dass man, also das ist, ich hätte nicht geglaubt, dass man an einem Spieltag 33 Torwarttechniken ungefähr braucht. Also da bin ich eigentlich einmal überrascht. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich dir so zuhöre, brauche ich eine Spielphilosophie für die Torhüter genauso, wie der Trainer für seine Mannschaft eine Spielidee braucht. Auf jeden Fall. Ich muss ja wissen, was ich trainiere. Okay, dann im Amateurbereich, also ich kann immer nur vom Amateurbereich sprechen, da hat man geschaut, okay, wo ist ein Torwarttrainer frei, den rufen wir an und fragen, ob er einmal in der Woche unsere Goalleute trainiert. Könnte man anders gestalten, oder? Ja, die Frage ist immer der Zeitfaktor. Aber ich kann mit einem Training was weiterbringen, wenn ich eine Systematik drinnen habe. Und ja, sind dann die Sprünge nicht so groß. Das ist logisch. Ich habe nur dann eine gewisse Zeit zur Verfügung. Vielleicht eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden oder nur eine Dreiviertelstunde. Das ist halt die Frage. Aber es bleibt trotzdem dasselbe. Und ich habe das in meinen Ausbildungen beim Wiener Verband, beim Niederösterreichischen Verband oder auch beim ÖFB immer wieder gesagt. Ich habe ein Beispiel hergenommen. Einerseits beim Coachen habe ich immer gesagt, die Innenseite. Wie funktioniert die Innenseite? Wenn das Kind oder der Jugendliche oder das Maul es nicht hat, bitte coach mir einmal die Innenseite. Auf was muss ich achten? Dann steht man alle da und schauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dann habe ich eingeworfen immer, Ausschuss. Ich wollte, dass der Torhüter genau ausschießt. In der letzten Klasse genauso wie in der Bundesliga. Wie jetzt trainiert? Wenn ich es nicht trainiere, kann ich es nicht fordern. Also muss ich es irgendwie abtrainieren in der Woche. Kann sein, dass er das mit Bormann-Trainer macht oder in Spielformen bei der Mannschaft macht. Das kann, aber es gehört trainiert. Und genauso gehört die Ballannahme, Mitnahme dazu. Es gehört einerseits die Sprünge dazu. Okay, jetzt bin ich in der zweiten Landesliga, habe eineinhalb Mal Bormann-Training, brauche ich Sprünge. Ja, brauche ich Sprünge. Aber dann mache ich halt die Sprünge mit dem Flankentraining, die Einbeinsprünge. So wie im Profibereich wirst du nicht arbeiten können. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht in der letzten Gas. Da haben wir ein Training gehabt, immer Montag, von Alland bzw. Wienerwald. Da haben wir sie in Wienerwald getroffen, haben dort das Dormantraining gemacht und alle haben sich stabilisiert und sind besser geworden. Weil ich ganz einfach gesagt habe, ich muss meine 33 Techniken abarbeiten und das Conclusio aus dem Ganzen, aus VCK 33 ist, dass ich nicht nur 33 Techniken genau definiert habe, aber ich kann es konditionell abarbeiten, koordinativ abarbeiten, die Technik dazu und ich kann praktisch im Bereich arbeiten. Und ich kann es lehren. Lehren einerseits für einen Trainer und auf der anderen Seite aber auch methodischen Weg,
wie die Torhüter ganz einfach das Fangen lernen und natürlich dann, was ich schon gesagt habe, die körperlichen Komponenten optimieren und vor allem auch dann die Taktik das abwandeln und das Kontrollieren. Zum Schluss kann ich die Videoanalyse daraus machen und alles. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das in sich schlüssig ist und dadurch eine Trainingskonsequenz daraus erfolgt. Ich sehe, wo die Fehler passieren am Platz und kann es unter der Woche dann wieder abarbeiten. Und das ist die Stärke von VCK 33. Und wie kontrollierst du das? Also die Fortschritte, wie dokumentierst du das? Wie analysierst du das mit deinen Torhütern? Wie schaut das aus? Die Dokumentation nimmt einen großen Part in meiner Trainingsdokumentation und Planungen. Also es wird jedes Training ganz fein säuberlich abgearbeitet. Ich habe so ein schwarzes Birkel, da schreibe ich genau die Wiederholungen, eine, die Serien, eine, welche Techniken, dass ich trainiert habe und welche Schwerpunkte, dass ich abgearbeitet habe. Das ist das eine. Auf der anderen Seite weiß ich ungefähr, und das muss ich auch sagen, ich habe ein Idealbild von einer Technik. Aber das Idealbild auf das differenzielle Lernen auch abzuwandeln, ja, ist es immens wichtig, das Individuum den Athleten so zu lassen, dass er das auch umsetzen kann. Und ich nehme jetzt dann Lübeck her, Reder hat eigene Techniken entwickelt, er kommt, das lasse ich ihm. Wenn er mit der Hand so hält, beim Fangen und er fängt, dann ist mir das alles okay. Wichtig ist, das Individuum so zu lassen, aber dieses aktive Tormannspiel zu forcieren mit Übungen und mit Spielformen. Und ganz einfach auf den taktischen Aspekt des Lernens einzugehen, dass ich im Komplextraining, das kann bei mir erfolgen mit Spielformen, aber auch beim Mannschaftstraining unterstützt mit meinem Coaching. Hey, stell dir da ein bisschen her. Und, weil du noch mal gesagt hast, vom Kontrollieren. Kontrollieren geht ganz einfach mit Video. Mit Video und das Spiel, jedes Spiel, was wir spielen, wird Video aufgezeichnet und jeder Torhüter sieht seine Technik oder das, was ich ihm zeigen will, in Anführungszeichen. Wenn er es haben will, kann er alle haben und ich teile die Technik von der Taktik. Für mich ist es immens wichtig, dass ich es zu bewerten, dass ich sie bewerten kann, muss ich einfach die Taktik von der Technik trennen. Also ich bewerte nicht die Flanke, sondern ich bewerte den hohen Ball, wie er attackiert. Ob er jetzt mit zwei Faust wegfeißelt oder fängst, es wird bewertet. Und jede Aktion, Torwartaktion, ist immer abgeschlossen, erst wenn der Ball wieder bei seinem Mitspieler ist. Das heißt, er fängt ihn und er muss ihn wieder ins Spiel bringen. Das ist seine Aufgabe. Und dann, so bewerte ich das. Da habe ich genau mein Schema. Das sind 9 Punkte, wird alles genau mit Plus, Minus aufgeschrieben, wird dann potenziell ausgerechnet. Und wenn ich sehe, er bringt halt den gehobenen Zuspiel nie an seinen Mann, ja, dann weiß ich, was ich trainieren muss. Und damit habe ich wieder den Kreislauf, was ich beim Training machen muss. Und wenn er nicht gut mitnimmt, sehe ich das auch, dann muss ich halt das forcieren. Mit verschiedenen Übungsformen, in differenzieller Form oder auch in Wiederholungsform. Das kommt dann darauf an, wie viel Zeit das ich habe, beziehungsweise in welcher, auch noch Gefühl, ganz einfach. Ja. Aber es wird alles dokumentiert. Bevor ich zu Michi gebe und die Fragen aus dem Chat, würde mich schon eine Frage wirklich brennend interessieren. Trainierst du deine Torhüter auf die Stärken eines kommenden Gegners? Nein. Also nein, unter Anführungszeichen. Ja und nein. Wenn Standardsituationen da sind, die gefährlich sind, dann stellt man es klar ein. Und dann sagt man ihm das und wir kriegen genau die Informationen. Wir stellen immer den Gegner vor, wie es halt überall ist im Profigeschäft. Und dann kann ich, hey, aufpassen. Aber
was ich nicht möchte, ist, ich will nicht irgendwas immer thematisieren groß. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil dann passiert es. Ich sage ihm, okay, das sind die Stärken, das sind die Schwächen vom Gegner, aber dass man sagt, okay, jetzt mache ich nur, weil er nur auf die rechte Seite schießt und jetzt trainiere ich nur rechts unten, das mache ich nicht, weil es kann ja anders da sein. Und wichtig ist für mich der gesamtheitliche Ansatz, dass ich ihm sage, hey, du musst jede Technik kennen, unter Anführungszeichen, und du musst Aktionen lösen können. Wie du mir sie löst, ist mir egal. Ich gebe da Werkzeug mit, aber lösen musst das du, weil ich stehe dann aus. Okay, Michi, der Wolfgang Riesenhuber, Obmann vom SCU Adacker, hat eine Frage. Siehst du die drinnen? Moment. Nein, die sehe ich. Gut, dann lese ich sie schnell vor. Auch in den Amateurligen, also Landesliga, der Wolfgang Riesenadacker ist ein Landesligaverein, der sich schon sehr, sehr lange in der Landesliga. Ich habe gegen Adacker gespielt. Ja, die haben mit den Mitteln, die sie haben, erreichen sie jedes Jahr wirklich Unglaubliches in der Landesliga. Und fragt, in den Amateurligen werden die Tormänner auch immer besser. Warum glaubst du? Warum? Weil es einfach mehr Tormann-Trainer gibt. Also ich, zu meiner aktiven Zeit, habe mir von Knallerwolf von viel abgeschaut, weil ich halt bei der Admira die Ausbildung genießen durfte. Dann hat mich der Herbert Stachowitz hin und wieder dazu genommen. Aber einschlägig für mich war die drei Trainingseinheiten, was ich mit Franz Pelikan machen habe dürfen, mit meinen 14, 15 Jahren damals, der mir das richtige Fallen beigebracht hat. Bis dorthin bin ich am Bach geflogen. Aber wir haben auch bei der Admira, und ich sage, ich war von 85 bis 92, war ich bei der Admira, kein regelmäßiges Tormann-Training gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass ganz einfach die Tormann-Trainer auch im unteren Bereich schon gibt. Und ja, mit Wiederholung wird man ganz einfach besser. Und dadurch, es wird besser, aber wir brauchen noch eine viel größere Breite, dass wir bessere Spitze produzieren können. Also auch das Thema bei den Torhütern, wie bei den, wie im Breitenfußball, ohne Breite keine Spitze. Die Marlene Billwein, die schaut auch zu, die grüßt dich und dankt dir für alles. Danke, Marlene. Wir werden Sie sicher im Sommer sehen, wenn ich rauskomme aus der Quarantäne in Lübeck. Michi, Nico Sternberg hat auch eine Frage. Ja, also ich begrüße auch auf jeden Fall auch alle, die neu dazugeschaltet haben. Ich möchte noch ganz kurz den Patrick Obe begrüßen. Der Milan Vukovic war auch zwischenzeitlich einmal da. Die Romina Bell ist auch wieder mit von der Partie. Die schaut auch schon regelmäßig zu, ist auch schon quasi ein Stammkunde. Dann der Viktor Divos vom Platzverweis, der hat auch vorbeigeschaut. Und ja, der Nico Sternberg hat eben eine Frage, schreibt, hallo zusammen, Frage an Walter, was denkst du, kann der Torwart mit dem ersten Pass das Spiel mitbestimmen? Und zweite Frage, kann man einem Torwart in allen klassischen Elementen des Torwartspiels ausbilden? Liebe Grüße aus München. Ja, eine schöne Grüße, Nico. Ja, ist der erste Pass oder der erste Kontakt ist immens wichtig, auch für einen Torhüter. Aber eines muss man bedenken. Was wir nicht wollen, ist diese Rückpässe, wo es dann in 1-1-Situationen kommen. Ich will ihn nicht. Ja. Darum trainiere ich meine Torhüter oft auch sehr viel in isolierter Form, weil wir den Ball oft wirklich nur isoliert spielen können. Ob das mit der Innenseite ist oder gehoben ist, siehe Standardsituationen Freistoß. Aber es ist wichtig, den Ball mit dem ersten Kontakt spielen zu können, weil es ja spielsituativ vonnöten sein kann und wird da bei mir trainiert, ganz einfach. Der Nico hat gemeint, mit dem ersten Pass, ob man der Tormann mit dem ersten Pass, wo er den Ball ins Spiel bringt, ob man sagen kann, dass der Torhüter bestimmt das Spiel mit. Dass er den ersten Pass macht. Wenn den ersten okay, Kontakt. So ist gemeint. Entschuldigung. Ich sage, er,
muss Fußball spielen können, aber er wird kein Zehner sein, ganz einfach. Und mein Tormann oder meine Torhüter haben Tore mit eingeleitet. Es wird genau eine Statistik geführt. Für mich sind immer diese 15 Sekunden vor dem Tor immens wichtig. Die schauen wir sich ganz einfach an. Aber er wird sicher kein Zehner sein, wie ein Messi oder so. Und kann man alle klassischen Elemente des Torwartspiels ausbilden? Alle? Oder muss man gewisse Sachen muss man schon definieren, haben? Was alle Klassen. Du brauchst eine gewisse Grundmotorik, brauchst du. Ja? Wir sind ein Schnellkraftsportort, ein Torhüter, und du solltest schnellkräftig sein. Aber grundsätzlich kann jeder ins Tor gehen. Die Frage ist, wo kommt dann der Leistungszenit? Der eine wird es in der letzten Klasse und der andere wird es vielleicht weitergehen. Aber ich glaube, dass jeder ins Tor gehen kann, der mit Leidenschaft da drinnen steht, ganz einfach. Ja, Christoph Pinter, Michi, siehst du das auch? Nein, ich sehe den Kommentar von Wolfgang Knaller, den ich gern vorlesen würde. Ja, dann machen wir zuerst den Wolfgang und dann den Christoph. Jawohl. Meine langjährigen Erfahrungen als Trainer und Spieler haben mir in jedem Bereich gezeigt, dass es immer Veränderungen braucht von Trainer und Spielern, um sich weiterzuentwickeln bzw. sein Level zu halten. Ich hatte das Glück, durch über 800 Profispiele, national und international, das Tormannspiel zu leben und Ehre leben. Das heißt, ich habe das gelebt, was ich weitergeben kann. Wie siehst du das im Vergleich mit deiner Philosophie? Was verstehst du genau unter deiner Philosophie, Walter? Meine Philosophie ist nicht anders als wie ein Wolf seine. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, die ich weitergebe. Aber was ich habe, ist eine Struktur in der Trainingsarbeit über die Woche hindurch. Wo ich am Montag trainiere, wo ich am Dienstag trainiere und mit dieser Systematik bringe ich einfach meine Torhüter weiter. Und das meine ich ganz einfach. Einfach den roten Faden drinnen zu haben, mit der Erfahrung, das, was ich als Spieler gemacht habe, einfach Torhüter mit Leidenschaft und Faszination besser zu machen, ganz einfach. Genauso wie der Wolfe. Und der Wolfe ist ein guter Torwarttrainer, er war ein hervorragender Torhüter. Vielleicht das eine oder andere Länderspiel zu wenig, Wolfe, aber haben wir sich ja oft nur austauscht. Jetzt ist er, glaube ich, Wolfe, bist in Amstetten tätig, bin in Verwüste. Im Tennis habe ich auch einige Jahre gehabt bei der Admira. Ja, es ist meine Philosophie und ganz einfach eine Struktur in der Trainingsarbeit zu haben. Und das habe ich, glaube ich, oder das weiß ich, dass ich habe und das funktioniert. Also man kann sagen, die Philosophie des offensiven Tormanns. Der Christoph Pinter sagt, hallo Walter, wie viel Zeit hast du fürs Torwarttraining wöchentlich zur Verfügung? Liebe Grüße aus Niederösterreich. Also, ja, schöne Grüße zurück in die Heimat. Es sind in etwa zwischen 4,5 und 5,5 Stunden. Es kommt darauf an, wie wir spielen. Ob wir Sonntag spielen oder Samstag spielen. Und wenn es Freitag ist, dann ist es nochmal circa eine halbe Stunde weniger. Aber grundsätzlich zwischen 4,5 und 5,5 Stunden habe ich die Torhüter zur Verfügung. Mhm. Ich möchte nur mal auf das VCK 33 zurückkommen. Ja. Wir wissen das jetzt schon, dass es ein methodisches Torwarttraining ist, aber es ist auch für die Torwarttrainer eine Möglichkeit, sich weiterzubilden. Inwiefern, wie kann man das, wie kann man sich deine Methodik aneignen? Ganz einfach. Bitte das Buch kaufen. Nein, das Buch kaufen, da steht alles drinnen. Grundsätzlich, funktioniert so. Ich habe einfach Techniken und man muss sich das so vorstellen, oft kommen ja Eltern, die selber nicht im Tor gespielt haben, wollen sie einfach Kinder trainieren. Ja? Oder ein Opa, der hat einmal im Tor gespielt und hat jetzt Zeit in der Pension und will Buben trainieren. Und wie geht das an? Da ist ganz einfach ein methodischer Weg vorgezeichnet. Ein Weg, es ist nicht der Weg, das will ich jetzt nochmal sagen, ein Weg mit Kniestand, Halbkniestand, wo man dort hinkommt. Und man hat Kategorien wie, was ist das Buch hier oben? Da ist, liegt da. Was das kategorisch abgearbeitet ist. Ich brauche ja
Kondition dazu, ich brauche eine Koordination dazu und das sind einfach Kategorien in der Woche drinnen, wie man es abarbeiten kann. Und im Amateurbereich ist es so, ich habe nur ein Training zur Verfügung. Ja? So, was kann ich in dem Training machen? Ich muss die Flanken anfangen können, ich soll einen Ball fangen können, ich soll einen Steuerpass ablenken können, eine 1-1-Situation. Es ist in dieser Systematik beinhaltet. Ich habe auch keine Hefteln dazu geschrieben, wo man das genau aus dem Viereck trainieren kann, mit dem Tor, ohne Tor, wie man Koordination trainiert, sind meine Übungen, aber die Stärke von VCK 33 ist die Systematik, wie ich es trainiere, wie ich diesen Trainingskreislauf abarbeite und für mich ist immens wichtig. Ein Training und ich habe eine Stunde in etwa zur Verfügung, eine Viertelstunde zum Aufwärmen. Okay, was kann ich da drinnen machen? Ich kann Koordination trainieren, ich kann Technik trainieren. So, ich habe dann ein kombiniertes Training, da kann ich die Kondition mit einplanen, ich kann die Koordination einplanen oder ich plane ein technisch-taktisches Element mit ein. So, und dann habe ich eine Spielform bzw. eine Komplexübung, die dann zu einer Spielform hinführt und es wird im Trainingskreislauf immer abgearbeitet. Es ist immens wichtig. Ich habe eine Technik, die ich brauche und die muss ich dann aber einsetzen können im Spiel. Und so wird es in der Woche abgeleitet. Grundsätzlich ganz einfach. Und ich kann meine Übungen nehmen, die jeder Torwarttrainer hat. Jeder. Und kann das einfügen. Und damit kriege ich einen Trainingskreislauf zusammen, der mir garantiert, dass ich alle, also dass ich die Techniken nicht vergisst, die ich am Wochenende brauche. Und aber auch die körperlichen Komponenten dazu, wie Sprungkraft oder Koordination. Mhm. Gibt es ja eine Homepage auch von dir, ne? Sagst du uns da ganz kurz die Adresse, dann werden wir dir eine schreiben in die Kommentare. Okay, www.torwarttraining.at. Da kann man auch einiges nachlesen, also das Buch bestellen, die Hefteln bestellen. Oder wer Fragen hat, kann man gerne über meine E-Mail-Adresse office@torwarttraining.at gerne mit mir in Kontakt treten. Es ist auch meine Telefonnummer oben auf der Homepage, ihr könnt ja jederzeit hören und mir Fragen stellen oder wenn ihr eine Frage habt, wie ich dran antworte gern, wann ich helfen kann. Mhm. Jo, siehst du, wenn neun dazu, wir sind in den letzten Minuten, aber wir haben noch mehrere Fragen, das heißt, wir werden vielleicht ein paar Minuten überziehen, wenn es für dich in Ordnung ist, Walter. Ich habe Zeit genug. Okay. Habe ich mir gedacht. Also ich begrüße alle, die sich neu dazu eingeschalten haben, die live dabei sind beim Online-Football Academy Talk Nummer 11 mit Walter Franter, dem Torwarttrainer, der aktuell in Lübeck verweilt und dort ja jetzt im Moment nicht trainiert, aber prinzipiell für die Torarbeit zuständig sind. Ja, ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Es wird nachher dann noch ein Update geben zu unserem Line-Up diese Woche. Ich habe jetzt gerade während dem Live eine Zusage bekommen zu einem neuen Talk-Gast. Den werden wir am Mittwoch am Vormittag noch einschieben. Nachher kommen dann noch die weiteren Informationen. Dann auch noch in Ausblick auf morgen Dienstag, den 7.4. Da sind wir auch ab 19 Uhr mit dem Markus Voracek im Live-Gespräch rund um Versicherungen werden wir da alles besprechen. Ja, dann gibt es noch Grüße, die ich natürlich gerne weiterleite und ausrichte. Also da wünschen uns einmal grüß euch, schönen Abend noch vom Özkan. Wir grüßen dich auch. Servus Walter, schreibt der Michael Maurer. Und Wolfgang Steinmetz hat auch gerade dazu geschrieben, er kann VCK 33 nur weiterempfehlen. Er arbeitet sehr viel nach dieser Methode. Ja, Walter, ich hätte noch eine Frage an dich zu einer sehr speziellen Phase. Und zwar, du warst ja auch beim Damen-Nationalteam dabei, bei der EM, wo sie diese großen Erfolge gefeiert haben. Möchtest du uns da vielleicht ein paar Geschichten erzählen? Wie hast du dieses Event wahrgenommen? Was war da, was hat es da für Gefühle gegeben bei dir? Ich stehe mir noch immer die Gantelhaut auf. Also es waren wunderschöne 5 Jahre, die ich beim ÖFB sein durfte.
als erster im U17-Nationalteam und anschließend ein A-Team. Und ja, wir haben sie zweimal qualifiziert. Ich habe zwei mit dem Dominik Dahlhammer, mit dem Hagelfredl beziehungsweise mit der Fuhrmann Irene Geschichte schreiben dürfen im österreichischen Fußball. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit und ist ein Privileg und ich sehe es noch immer als Privileg an. Mit U17 sind wir Fünfter geworden, haben die beste Torfrau mit der Caroline Grössinger gestellt im UEFA-Team damals. Und ja, die Geschichte hat, glaube ich, jeder gesehen. 2017 in Holland. Das hat mir Schweißperlen gekostet, das sage ich jetzt einmal, weil Damian Buric war damals Trainer bei der Admira und ich habe gesagt, Damian, weil er schon gesagt hat, Walter, ja, Trainer, ich bin jetzt einmal sicher zwei Wochen weg, ja, aber komm so schnell wie möglich wieder zurück. Und ich habe dann immer wieder angefangen, Damian, es wird länger, nein, er hat das super verstanden, er hat mir wirklich viel Freizeit zur Verfügung gestellt, weil das ist ja auch damals keine Selbstverständlichkeit gewesen. Ich war damals in der Bundesliga beschäftigt und ich war wirklich viel unterwegs, sage ich jetzt einmal. War einfach eine geile Zeit, war eine immense Erfahrung, viel gelernt und wirklich tolle Persönlichkeiten kennenlernen durfte, weil das Jahr vorher, vor der Europameisterschaft, haben wir ja das erste Mal einen Titel gewonnen. Mit dem Zypern Cup haben wir damals gewonnen. Es war eine lustige Feier, einerseits in Zypern und dann der Riesenerfolg, der super, also das Heimkommen sind am Rathausplatz vor 6.000, 7.000 Leuten, das war enorm. Und vor allem in Holland hast du das gar nicht so mitgekriegt. Meine Mutter hat mich angerufen, da geht's an. Dann haben wir einen Freund angerufen, das Kuppel Christian, ist ja Wahnsinn, was ihr liefert. Wir sind da kasaniert, im Hotel, ich kriege nichts mit. Da siehst du dann die Zugriffe auf Facebook, wenn du was postest und so. Aber richtig realisiert habe ich das halbe Jahr danach erst. Und es war geil, allein wie die Manuela den Elfer damals in Spanien gehalten hat, wie die Malen wirklich gereicht haben, wie wir da weitergekommen sind, wie viel Lockerheit. Aber dann, ein paar Tage später, im Halbfinale war es halt anders. Und das hat auch weh da. Aber es war Erfahrung und ich hoffe, dass bei der nächsten Europameisterschaft vielleicht die Medaille mit heimnehmen. Das hätten wir noch gewünscht, dass man wirklich die Medaille, diese Silbermedaille in den Händen hat. Das war mein großes, das war ein großer Traum gewesen. Hat sich nicht erfüllt, aber diese Erfahrung mit den Mädels war genial. Und eins kann ich sagen, eine Frau musst du unter Anführungszeichen etwas anders behandeln, etwas anders trainieren. Und das hat mich als Trainer komplett gemacht. Mhm. Diese Erfahrung im Damenfußball. Hat uns auch alle sehr, sehr begeistert. Es hat einen österreichischen Damenfußball oder Frauenfußball einen wirklichen Push gegeben, muss man sagen. Das wird der Frauenfußball in Österreich wird auch immer professioneller und besser, ja, der Ligabetrieb. Jetzt habe ich noch eine Frage von Wolfgang Riesenhuber. Der will von dir wissen, wer momentan der beste Tormann in Österreich ist. Ja, der beim nächsten Ländermatch im Tor steht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan die österreichische Bundesliga wirklich nicht verfolgt. Also so verfolgt, dass ich für mich eine Auskunft geben, also eine richtige Aussage machen kann, mit dem der Teamchef wird ihn richtigen aufstellen. Robert Alm als Tormann-Trainer wird seine Expertise dazu geben und der, was drinnen steht, wird in Bundesadler oben haben, in Eins oben haben und hoffentlich zu Null spielen. Ganz einfach. Naja, ich habe einmal einen Teamchef gehört, der hat gesagt, ich nehme nicht die besten Spieler mit, aber die richtigen Spieler. Ja, das ist die Wahrheit. Und Klinsmann hat danach das Sommermärchen 2006 danach ausgerichtet. Jeder hat seine eigene Philosophie. Ich habe mein VCK 33 und so
kannst du erfolgreich sein, musst nicht erfolgreich sein. Es gibt keine guten Trainer oder schlechten Trainer. Es gibt nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Der Wolfgang Steinmetz kann VCK 33 nur weiterempfehlen. Er arbeitet sehr viel nach dieser Methode. Der Wolfgang Naller hat noch eine Frage, und zwar das Anforderungsprofil eines Tormanns. Das ist in der Zwischenzeit ja schon so komplex und vielseitig geworden, dass immer weniger Cheftrainer den Tormann nicht mehr in allen Bereichen beurteilen können und einen Tormann hauptsächlich nach seiner Spielfähigkeit beurteilen. Welche Möglichkeiten und welchen Einfluss hast du und hattest du bei deinen Trainern, deine Sichtweise in der Tormann-Frage mit einzubringen? Also ich habe immer meine Sichtweise vertreten und werde sie ja immer wieder vertreten, wer spielen soll oder nicht. Letztentscheidend, und das muss ich im Trainerteam wissen, ist immer der Head Coach. Und wenn der Head Coach dazu steht, zu dieser Entscheidung, was ich, oder diese Expertise, was ich angebe, Wolfi, dann kann er sich daran halten, muss sie aber nicht daran halten. Ich muss als Trainer damit fertig werden, dass es so ist. Also grundsätzlich, hier in Lübeck muss ich sagen, funktioniert es hervorragend. Es wird diskutiert, es wird konstruktiv diskutiert mit dem Rolf und er lässt jede Meinung zu. Aber schlussendlich ist der Head Coach, und das hat auch heute Folletti ein Interview mit Gren Martin auf Kippersport gesagt in Instagram, entscheiden ist immer der vorne steht. Und das ist der Head Coach und der steht auf. Ganz einfach. Aber für das bin ich ja im Trainerteam da. Ich bin der zuarbeitet. Ich bin ein Part davon, ein Teil, und ich gebe halt meine Expertise ab. Abteilungsleiter sozusagen, ne? So ist es. Gut, Christian Kogler grüßt dich auch aus Vöslau. Er kann VCK 33 ebenfalls nur empfehlen. Das ist ein super Leitfaden für Torhüter und für Trainer. Der Christoph Binter, hast du für deine Torhüter für die jetzige Situation einen eigenen Trainingsplan erstellt? Wenn ja, wie sieht der ungefähr aus? Ich habe eine Philosophie, ich will umbringen, und jedes Individuum, jeder Athlet ist auf sich, also ich stelle alles auf das Individuum, auf den Athleten ab. Da machen wir die gleichen Übungen, aber jeder springt ein bisschen anders, andere Höhen und dergleichen, das adoptiere ich, und jeder kriegt andere Inputs, obwohl die gleiche Übung da ist, einer kriegt mehr, einer kriegt weniger, aber wenn man jetzt so eine taktische Periodisierung, was letzte Woche auch zum Thema war, es ist eine taktische Periodisierung, ein Wochenzyklus, der aufgestellt wird, also abgestimmt ist, dass man am Wochenende spielfähig ist. Und da kriegt jedes Individuum, unter Anführungszeichen jeder Athlet, jeder Torhüter oder Torhüterin, seine Inputs, dass er am Wochenende sein Bestes abliefern kann, dass er wirklich und Big so ist. Und in der jetzigen Krise, wie hast du da, was hast du da für einen Trainingsplan für deine Torhüter erstellt? Also der Trainingsplan geht momentan nur auf Laufeinheiten und Sprungeinheiten zurück, die der Rolf einmal in der Woche ausschickt. Und das Problem, was wir haben und was alle anderen auch haben werden, ist, wann geht's los? Wann dürfen wir wieder am Platz? Und das ist momentan das größte Problem. Aus jetziger Sicht wissen wir es nicht ganz einfach. Und das ist das Schlimme. Weil bis jetzt hast du gewusst, okay, Vorbereitung hast du 5 Wochen, 6 Wochen, da müssen wir da sein. Und das haben wir momentan nicht. Und da tun wir sie wirklich schwer. Und jeder weiß, wenn man gewisse Techniken nicht abarbeitet über die Wochen, dann dauert das halt eine Zeit lang, bis man wieder reinkommt, bis man die Automatismen ganz einfach findet. Ne? Und das ist momentan die große Gefahr. Wir haben angesucht, hier in Lübeck beim Gesundheitsamt, dass wir mit Kleingruppen trainieren dürfen, dürfen wir nicht. So, ja, kannst nichts machen. Musst dich fügen, musst warten, bis wir am Platz können. Und das ist die große Kunst momentan. Ja, im Chat geht es noch zu.
Das heißt, wir bleiben noch ein paar Fragen, die wir noch. Ich habe Zeit. Ja, sehr fein, das freut uns sehr. Ja, zwischenzeitlich möchte ich auch nochmal den Manuel Herrmann begrüßen. Liebe Grüße an alle, die jetzt noch dabei sind. Das freut uns sehr, dass wir euch ja weiter unterhalten dürfen. Wir kommen auch gleich zu den nächsten Fragen. Und zwar der Nico Sternberg hat die Frage gestellt: Was sagst du zu dem aktuellen Trend, dass immer jüngere Torwarttrainer sich im Profibereich etablieren? Siehe Sascha oder Stefan Krebs, die selber nie Profitorhüter waren. Einerseits ist gut, weil sie eine andere Blickwinkel haben vom Torwartspiel. Ich glaube aber trotzdem, man sieht es jetzt auch bei Bayern München mit dem Flick mit 55 Jahren, der das erste Mal einen hauptamtlichen Job als Head Coach hat. Mit 55 Jahren, du brauchst eine gewisse, ich gehe davon aus, du musst dieses Spiel einmal gespielt haben und du brauchst eine gewisse Erfahrung. Das hat auch der Wolfi gesagt, der Knaller Wolfi. Von dem kannst du immens profitieren, wenn du einen gewissen, auch Trainer sein lernst. Ich habe das Trainer sein von der Pike auf gelernt und bis über 20 Jahre. Also ich habe mit dem Matthias Oetzinger, der in Gradkorn damals gespielt hat, in Scheiblingkirchen, da habe ich selber noch gespielt, habe ich mit ihm zum Trainieren angefangen. Er ist dann über den Austria-Nachwuchs, zu Admira-Nachwuchs und dann seine Wege gemacht. Also ich habe neben meinem Spiel, war ich schon immer wieder Trainer und habe gewisse Sachen ausprobiert. Und mit der Erfahrung als Spieler bin ich ein vollkommener Trainer geworden. Und am Anfang, wenn du einsteigst mit 35, wie ich damals Trainer geworden bin, und das hauptberuflich ausgeübt habe bei Admira. Ja, da habe ich auch am Anfang meine Probleme gehabt. Ich habe einen Walter Knaller gehabt, der mir immer zur Seite gestanden ist, oder ein Gruber Michi, beziehungsweise ein Zuckertari und der Graf Hömi, die alte Admira-Partie. Die waren immer erfahrene Trainer da, aber Punkt 1 brauchst Erfahrung als Spieler und da brauchst du die Ausbildung und eine Philosophie, wie du gewisse Sachen machen kannst. Und ich glaube, die jungen Trainer werden viele Fehler machen, genauso wie ich als Trainer früher gemacht habe, auch als Alterner. Aber sie lernen dann über die Zeit, kompletter Trainer zu werden. Und das habe ich auch gelernt. Und ich habe auch 2-3 Jahre gebraucht, bis ich vom Spieler, bis als Spieler aus dem Kopf gekriegt habe, dass ich jetzt Trainer bin. Aber ich sage, HSV hat einen 26-jährigen Dormann Trainer letztes Jahr entlassen. Fragen wir jetzt nicht den Namen. Ich glaube, dass du eine gewisse Erfahrung gebraucht hast und ein gewisses Niveau hast, dass du dort gespielt hast. Das ist meins und das wird mir der Wolfi, glaube ich, bestätigen. Okay, danke schön einmal dazu. Wir haben dann noch eine Frage von Markus Rix. Hi, wie entwickelst du deine Methodik weiter? An welchen Faktoren stellst du fest, dass du deine Methodik anpassen musst und wie oft kommt das vor? Also es ist ein permanentes Anpassen. Du fängst mit einer Übung an und die wird entwickelt. Dein Training entwickelt und über die Wochen und Monate entwickelt. Und so entwickle ich es ganz einfach. Und ich bin sehr, sehr tief einfach jetzt in dieses differenzielle Lernen, das immens wichtig ist, dass mir wieder neue ganz neue Perspektiven und aber also neue Perspektiven mir öffnet, vor allem aber die Technik verfeinert und die Spielfähigkeit meiner Torhüter verfeinert. Und es ist ein permanentes Dran an verschiedenen Rädchen und man muss die Athleten gut kennen, man muss ganz einfach schauen, was wird braucht. Eine Woche funktioniert das Passspiel hervorragend, nächste Woche funktioniert es nicht und ich trage schon wieder. Was muss ich trennen? Und in dem ist immens wichtig, dass du eine gute Dokumentation hast und dass du einen Plan hast, welche Technik dass du trainierst. Und kann ich sie einsetzen? Und das habe ich mit meiner Kontrolle am Wochenende beim Spiel. Okay, dann funktioniert das nicht, dann muss ich da wieder an ein Rädchen drehen und vielleicht die eine oder andere Übung adoptieren. Und genau so mache ich es. Und es ist ein permanentes Arbeiten. Es wird sehr viel bei mir Video aufgezeichnet. Es ist wirklich viel Arbeit, weil ich mir jede Trainingseinheit im Nachhinein nochmal anschaue.
was passt nicht. Und wenn der erste Kontakt nicht passt, bei der Ballmitnahme, der diagonal nach vorne erfolgen sollte, wenn es möglich ist, ja, und das passt nicht, na, dann wird es trainiert. Und da gibt es verschiedene Trainingsmethoden. Das kann ich mit einem normalen Ball trainieren, das kann ich, ja, kann ich mit einem Tennisball genauso trainieren. Und das ist der Ansatz von differenziellen Lernen und unter der Woche die Abarbeitung auch im technisch-taktischen Bereich. Und für mich sind halt drei Punkte. Und das, du musst im Mensch schnell reagieren können am Platz, wenn ein Fehler passiert. Wo passiert der Fehler? Viele sagen, ist ein Timing-Fehler. Nein, Timing kann man nicht trainieren. Timing ist eine Geschichte, was man nicht trainieren kann. Ich sage, okay, der Fehler passiert in der Ausrichtung nach Ball, das heißt das Positionsspiel, oder es passiert der Fehler in der Bewegung zum Ball, oder die Arbeit am Ball ist dann wirklich die Fangtechnik, die vielleicht nicht funktioniert. Und die drei Punkte würde ich abarbeiten, weil es kann sein, dass ich gut stehe, aber mit bei einer 1-1-Situation, ein Steuerpass kommt einer, ich zögere, dann muss ich, dann sagt man, das Timing hat nicht passt. Nein, die Bewegung zum Ball hat nicht passt. Also muss ich die Bewegung zum Ball dann trainieren. Und so arbeite ich einfach meine Sachen mit verschiedenen Übungen, ganz einfach. Mhm. Ja, Wolfgang Plaschke begrüßen wir auch noch schnell bei uns im Chat. Der ist auch dabei und der Patrick Hoffinger ist auch dabei. Michi, siehst du noch irgendwelche Fragen? Nein, ich habe soweit alle, die ich sehe, gestellt. Gut. Ich hätte noch, ich weiß nicht, wie viele Fragen, wir konnten nur 2-3 Stunden reden, aber wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen. Zusammengefasst habe ich heute gelernt, dass man als Torwarttrainer Philosophie braucht. Zusammenfassend habe ich heute gelernt, dass der Torwarttrainer-Job nicht einer ist, wo ich einfach am Platz gehe und mit den Goalleuten, dass ich die ein bisschen einpuffen tue, sondern dass da viel, viel Arbeit dahinter ist, viel akribische Arbeit, viel Analysearbeit dahinter ist, dass das wirklich ein Knochenjob ist. Inwieweit, ganz kurze Frage noch, inwieweit coachst du während einem Matchtag den Torhüter auch? Während ein Spiel? Ich muss sagen, wenn er zu tief steht, kommt das eine oder andere Mal ein Coaching-Punkt von mir. Aber grundsätzlich, wann kann ich wirklich eingreifen? Ich kann vor dem Match eingreifen, ich kann in der Halbzeit eingreifen, als Torwarttrainer und nachher natürlich die Nachbearbeitung vom Spiel, um beim nächsten Mal oder die Trainingswoche zu besprechen oder beim nächsten Mal. Beim nächsten Spiel die Fehler nicht mehr zu machen. Aber grundsätzlich passiert, ich sage einmal, wenn ich 10-mal in der ganzen Saison irgendwo sage, dass er tief steht oder irgendein Kommando kommt, wenn man der Chefcoach sagt, hey, sag ihm das, das ist mir aufgefallen. Aber grundsätzlich um das Spiel habe ich im Hintergrund den Rolf auch die Videoanalyse über und da sitze ich rein und hin und da kommt meine Emotion hoch. Jetzt gegen einen Schiedsrichter oder gegen einen Gegenspieler oder irgendwas. Aber das ist normal, so geht es einmal. Hast du ein bisschen Strafzeit auch? Eines will ich noch anmerken. Ja, das erste Mal in meiner Karriere in Hannover bin auf die Tribüne geschickt worden. Aber da habe ich mich wirklich geärgert. Das ist eine Anekdote. Es ist so gewesen, dass die Balljungen in den ganzen Stadion, die waren auf einmal 1-0 fuhren, letzte, also Saison 18-19, und die waren 1-0 fuhren, und auf einmal hat es keine Ballenbuhr mehr gegeben. Die haben es eingezogen, die Bälle weggenommen, und haben nur mehr im ganzen Stadion einen Ersatzball gehabt. Also das hat immens gedauert. Ja, und das haben wir halt ein paar Auszug. Hat er mir aufgeschickt, hat ein bisschen was gekostet. Das haben wir hingenommen, passiert nie wieder, will ich nicht mehr haben, weil es bringt nichts und ja, aber hier und da, die Emotionen gehören dazu. Aber ich will nur eines am Schluss noch sagen, ich versuche auch die konditionellen Teile, ja, wie die Sprungkraft oder so abzuarbeiten, dass ein taktischer Hintergrund dahinter ist. Immer. Also, dass ich zumindest so schieße, nach einer Sprungkraftübung, dass er in einen anderen Winkel steht, eher bei einem Spiel vorkommen. Und Gen ist eigentlich eine taktische Periodisierung dieses VCK 33. Das habe ich nur
ergänzend sagen, ganz einfach. Ja, und abschließend noch die Frage von Christian Weber: Wie viele Stunden du in der Woche so im Schnitt arbeitest? Wie viel schätzt? Ich sage, im Schnitt sind es 70 Stunden. Also wir haben jetzt Spitzen gehabt in der Vorbereitung, da waren es wirklich 80 Stunden. Es ist ja nicht nur das Torwart, also da zwei Drittel ist reine Torwart-Trainerarbeit, aber ich habe ja noch hier die Videoanalyse über, also die Gegner vorbereiten, beziehungsweise die Aufbereitung, also die Nachbereitung von unserem Spiel, die in Rolf zur Verfügung steht. Und ja, es ist halt einfach ein Fulltime-Job. Und das habe ich unter Dami Buric und dann Lederer Oliver oder wie wir in der Akademie gearbeitet haben, das habe ich immer gehabt. Ich kenne das nicht anders. Also die Leidenschaft, wie ich immer sage, die Leidenschaft. Und wenn den braucht man dann, also ich genieße jetzt momentan die Freizeit, ich kann viel lesen und mich wieder fortbilden. Aber trotzdem geht mir der Fußball und es ist halt die Wettkampf. Zeit ist halt eine hochintensive Zeit und dann, wenn man heimfährt, will man wirklich die Ruhe genießen, den Urlaub genießen, dass man dann wieder gestärkt rauskommt oder die Vorbereitung also halt beginnt ganz einfach. Ne? Gut, so wie ich dich kennengelernt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass du daheim irgendwas genießen kannst, weil du stehst eigentlich ständig unter Strom und bist wirklich mit einer riesen Leidenschaft dabei und das ist fantastisch. Und die positiven Rückmeldungen, die du da im Chat heute hast über deine Methodik, ja, sagt ja auch natürlich sehr viel über deine Arbeit aus. Ja, ich von meiner Seite her bedanke mich mal bei dir recht herzlich, grüße dich recht herzlich nach Lübeck. Ich bedanke mich bei allen, die im Chat zugeschaut haben, möchte, bevor sich dann der Michi von uns komplett dann verabschiedet, noch darauf hinweisen, dass wir morgen mit Markus Voracek von der Comentia Group online sind. Der Markus ist unser Experte für Versicherungen, gerade jetzt da in dieser Zeit ein wichtiges Thema, Versicherungen, ja, wie geht es da weiter? Und da freue ich mich schon auf morgen, auf Markus Voracek. Ja, weiter, alles Gute, liebe Grüße und bitte Michi um die Abschiedung. Ja, natürlich auch von mir. Danke an alle, die jetzt live dabei waren. Wir sind jetzt fast also über eine Viertelstunde für euch live da gewesen. Ich bedanke mich auch sehr herzlich beim Walter für deine Zeit und für dieses ausführliche Gespräch. Es war wirklich top. Ich habe wieder sehr, sehr viel dazulernen können. Also vielen, vielen Dank einmal dafür. Ja, möchtest du noch ein paar Worte, also Abschlussworte richten? Ja. Gerne, gerne. Also ich lasse einmal alle wirklich in die Heimat grüßen. Ich freue mich schon wieder, wenn ich in Österreich sein darf. Ich würde Danke sagen, es ist mir wirklich eine Ehre, beziehungsweise da bin ich wirklich demütig, dass ich so viel positive Feedback bekommen habe heute von euch. Also es ist wirklich ja, für mich überwältigend und dafür würde ich Danke sagen und es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, auf der anderen Seite bedanke ich mich bei euch, dass ich das machen habe dürfen. Also ich stehe immer gerne bereit für Auskünfte. Ihr könnt mir jederzeit anrufen, beziehungsweise über office@torwarttraining.at mir eine Mail schicken, beziehungsweise über meine Homepage mit kontaktieren. Da steht auch meine Telefonnummer drauf. Wer Fragen hat, ruft es an. Das würde mich ganz einfach auch freuen, wenn das eine oder andere wirklich verkauft wird. Aber es muss nicht sein. Fragt es mich, ich gebe euch eine Auskunft. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und danke für das, dass ich da heute meinen Senf dazu beitragen habe dürfen. Und Anführungszeichen, es hat mir wirklich immensen Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Walter. Noch einmal kurz die Erinnerung an morgen, dass wir morgen live sind und dass es dann in Kürze auch noch ein Update geben wird wegen dem Line-Up der nächsten Tage. Wie gesagt, da gibt es noch eine kleine Überraschung, die jetzt während dem Live dazugekommen ist. Dann noch einmal die Bitte an euch, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch unsere Live-Talks gefallen, dann schenkt uns ein Gefällt mir und teilt es mit Freunden, Bekannten, die daran Interesse haben. Die Videos stehen natürlich weiterhin für euch zur Verfügung und werden auch
in den nächsten Tagen dann auch noch auf YouTube zu finden sein. Und ja, wie ich auch schon in den letzten Tagen, wünschen wir euch eine wunderbare, schöne Zeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Bleibt zu Hause und vor allem auch bleibt gesund. Tschüss, Baba. Ciao. Tschüss.